Hi Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Part von Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Stinker, der uns hoffentlich weitere Auskunft über das Massaker in Neuhof geben kann. Dazu klicken wir mal kurz die Karte an. Denn wir haben ja im letzten Part erfahren, es gibt drei Minenschächte, wo er sich eventuell aufgehalten hat. Und wir fangen mal mit B an hier einfach ganz oben. Finde die Höhle in den Hügeln bei Ledetschko. Setzen wir mal hier den Marker hin. Holen unser Pferd. Ich drück. Na also, geht doch. Einmal aufsitzen. Piebels. So, nach links. Und los geht's. Und ich wünsche euch immer viel Spaß mit diesem Part. So lernen wir auch mal ein bisschen hier wieder ein bisschen von der Gegend kennen. Entdeckt Bäcker. So, was haben wir hier? Schon die erste Sackgasse, oder wie? Sieht fast so aus. Da ist noch ein schmaler Übergang. Ach, wisst ihr was? Dann reiten wir doch einfach mal am Wasser entlang, oder? Geht das? Und hier haben wir wieder den Weg. Na also, es läuft. Kurz nasse Hufe gekriegt. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass irgendwas gesagt wurde mit am Fluss entlang. Vielleicht ist das sogar auch schon der richtige oder die richtige Mine von den dreien. Oft ist es ja so, wenn man irgendwie eine Aufgabe gestellt bekommt, suche drei, dann sucht man eins, sucht man zwei und letztendlich ist dann die dritte der richtige. Aber wer weiß, vielleicht finden wir direkt hier die richtige. Den richtigen Schacht. Sieht fast so aus, ob wir schon da sind, ne? Kurz auf die Karte gucken. Das ist schon ganz in der Nähe hier. Tatsache, hier geht es irgendwo hoch. Beziehungsweise ich guck mal, ob hier irgendwo, da geht ein Weg hoch. Sehr schön. Interessanter Ort. Du hast entdeckt interessanten Ort. Okay, der ist markiert. Da können wir später auch nochmal hin. Aber hier geht's nicht weiter hoch. So, das war ein kurzer Cut, denn der Ritt hat doch länger gedauert. Der ging quer durch den Wald und über Stock und Stein und dann waren wir irgendwie weit ab vom Weg. Es führte einfach kein direkter Weg hierhin zur Mine. Jetzt sind wir aber hier oben angekommen an einem Holzfällerlager und ich sehe dort einen Topf. Und da werden wir uns jetzt mal schön bedienen. Zur Sicherheit nochmal. So, Jungs. War lecker. Dankeschön. Und wir gehen weiter, denn die Mine ist hier in der Nähe. Und den Rest können wir am besten auch zu Fuß hinter uns legen. Zumindest hatte ich gerade oben auf die Karte geschaut und kann sich eigentlich nur noch um ein paar Meter handeln. Ist natürlich auch arg versteckt hier. Mitten im Nichts. Und ich hoffe natürlich, dass sich dieser Weg und diese Plackerei hier auch irgendwie lohnt. Wir sind nah dran. Wir sind ganz nah dran. Das sieht verdächtig aus. Jawohl. Da haben wir sie doch. Ja. Das ist der Mineneingang. Kurz mal umschauen. Ja, wie ihr seht, wir sind oben auf dem, ja, Berg. Wäre übertrieben vielleicht, aber doch ein großer Hügel, den wir jetzt hier hochgekraxelt sind.
los, was ist denn das für ein fettes Kaninchen? Moment, 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 Moment. Das war der letzte Fall. Okay, es hat nicht sollen sein. Es soll weiterleben. Wir gehen rein. In die Höhle. Haben wir hier was Sinnvolles? Die Axt? Nein, können wir nicht looten. Was haben wir hier? Schirmling. Wer weiß. Vielleicht braucht ihr mal irgendwann jemand. Einen Schirmling. Haben wir bis jetzt nicht gesehen. In der Spielwelt. Von daher vielleicht selten. Finde die Höhle. Aufgabe abgeschlossen. Es bahnt sich was an. Großer Gott, was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist. Bitte töte mich nicht. Ich kann was erklären. Dann fang an. Ich werde niemandem etwas verraten. Ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht um. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer zum Teufel ist Wicht? Wer bist du denn? Ich komme im Namen von Herrn Ratzig Kubilla und Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen, schenk rein Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort. Meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen Riesenanschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande, was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Also, der hinkende Heinz ist auf jeden Fall dabei gewesen. So viel schon mal dazu. Wer hat dich Wicht vorgestellt? Und vor allen Dingen, wer ist Wicht? Ich frage mich, ist der auch hier, steht der im Auftrag von Sigismund vielleicht auch sogar hier? Wir werden sehen. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt.
Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Okay. Finde heraus, wo sich das Lager von Wichts Bande befindet. Ja, und mir ist gerade eingefallen, natürlich der hinkende Heinz, den haben wir ja gesehen im letzten Part. Gut, hundertprozentig klar war es noch nicht, dass er dabei war, aber man konnte sich schon denken, dass er nicht ohne Grund ermordet wurde, denn das haben wir ja festgestellt im letzten Part. Und ja, jetzt geht es auf den Weg hier in Richtung Wichts Bande. Ja. Das sind neue Leute, die kennen wir nicht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wer weiß, ob das hier eine autonome Angelegenheit ist oder ob die vielleicht sogar im Bunde steht mit Sigismund. Das gilt es auf jeden Fall auch noch rauszufinden. Wir fragen ihn nochmal. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie, aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Okay, das soll reichen. Beziehungsweise, okay, den fragen wir nochmal hier, ob er irgendwas noch an zusätzlichen Informationen hat. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad? In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte. Aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel. Ich habe ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch.
Vertrieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Shh. Hier, wir haben die Höhle gefunden. Haltet die Fresse, sonst hört ihr euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Also gut, vermutlich hast du recht. Okay, also, ausrüsten, schnell den Streitkolben, der ist bereits ausgerüstet, sehe ich gerade. Den legen wir weg, das Schild brauchen wir. Was jetzt? Was sagt man da? Und los geht's. Schwein kommt freiwillig. Du bist tot. So, mein Freund. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Scheiße, Gnade. Genug. So, was machen wir jetzt? Unbewaffnet ziehen lassen. Den Kampf fortsetzen. Nein, vergiss es. Jetzt stirbst du. Kurva! Also, wer sich mit solchen Leuten abgibt, der bekommt irgendwann die gerechte Strafe. Aber ich treffe ihn nicht. Und er ist verdammt schnell. Moment, ich kann ihn wieder ansprechen, glaube ich. Was stellen mit L2 stand da? Ich habe L2 gedrückt. Wo ist er hin? Ich habe gerade L2 gedrückt. Jetzt ist er weg. Scheiße, wir sind viel zu weit weg von unserem Kollegen hier. Der hat es jetzt mit zwei Leuten zu tun. Ah, das war suboptimal. Okay, beim nächsten Mal lass mal laufen und zocken einfach ab. So ein Mist. Hey Kollege, wo bist du? Da ist die Höhle. Hoffentlich finden wir die noch.
Ja, die haben natürlich jetzt einen monstermäßigen Vorsprung, wenn die weitergelaufen sind. Muss auf die Karte gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Nichts zu sehen, gar nichts mehr zu sehen. Das ist noch die Ringquest von ganz am Anfang. Scheint fast so, als ob die Quest vorbei ist. Komm, wir gucken mal ins Questbuch hier. Durch Stinker weiß ich nun, dass sich ein weiterer der Banditen vom Überfall auf Neuhof offenbar in einer Windmühle südlich von Merojet versteckt. Aktuelle Aufgabe: erkundige dich bei der Windmühle nach Timmy. Also, das ist unser nächstes Ziel. Ja, wir gehen mal davon aus, dass uns hier, tja, Kollege will ich jetzt nicht sagen, aber dass der andere es irgendwie geschafft hat. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn er hat immerhin mit an dem Überfall in Neuhof teilgenommen. Von daher machen wir uns jetzt auf den Weg zur Windmühle. Nämlich hierhin. Aber nicht ohne unser Ross. So, das war ein kurzer Cut. Wir sind schon fast da. An der Mühle. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Timmy finden. Und ich habe den Verdacht, er wird uns nicht freundlich gesegnet sein. Auf Verdacht rüste ich mal hier den Kolben aus. Ich glaube, hier ist Vorsicht geboten. Aber vielleicht lässt er sich ja auch zu einem Gespräch überreden. Windmühle, da haben wir sie doch. Gehen wir mal rein. Irgendwas Interessantes hier? Das jetzt nicht. Okay, nee. Nichts Interessantes und er ist auch nicht hier. Können ja höchstens mal schlafen. Muss ein bisschen ausruhen. Wie spät haben wir denn? Komm, eine Stunde. Eine Stunde soll reichen. Falls wir uns gleich einem Kampf stellen müssen, sind wir ein bisschen ausgeruhter. Und außerdem ist das Spiel gespeichert. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Man vergisst das manchmal, dass man durch das Schlafen auch speichert. Sollte man eigentlich wirklich jede Gelegenheit nutzen. So, Timmy. Tommy. Tommy, wo bist du? Wer bist du denn? Steck diese Waffe besser weg, sonst bekommst du noch Ärger. Okay, ich steck's erstmal weg. Mirka, hast du Timmy gesehen? Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Jetzt spitz die Ohren. Es wäre für alle das Beste, wenn du ehrlich wärst. Ich wüsste gern, wo er steckt. Und dich würde es freuen, wenn ich euch gegenüber nicht unsäglich werden müsste. Timmy würde bestimmt gerne am Leben bleiben. Du willst ihm doch nicht wehtun. Nein. Wie gesagt, ich will nur mit ihm sprechen. Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Hinter der Mühle. Na gut, meinetwegen. Kleines Nummerchen zwischenlegen.
Dann bin ich mal gespannt. Ist ja schon ziemlich geheimnisvoll hier. Dann sag mal an, Mirka. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ich mag dich nicht und ich will nicht für dich arbeiten. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Diese Dirne hat dir nichts erzählt? Nope. sie hat nichts gesagt. Ach ja? Hör auf, mich zu verarschen und spuck's aus. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Diese Dirne hat dir nichts erzählt? Sie hat nichts gesagt. Ach ja? Hör auf, mich zu verarschen und spuck's aus. Okay. Jetzt da unten, jetzt nach Ratai oder was? Das ist ja Redekunst, ne? Das Zeichen für Redekunst. Aber das war eben noch nicht da, oder? Es bleibt nichts anderes übrig. Ich muss nur mal versuchen. Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Ach Mann! Wie komme ich denn hier raus? Na gut, ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du, nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Ja, gib mal her, gib mal her. Wir, 85 Gold, vielen Dank. Was sagt er wohl, wenn wir jetzt ihm wieder kommen mit, ich weiß nicht, wo er steckt. Komm, wir versuchen es mal. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Du glaubst, du kommst damit durch? Geld nehmen und dann schweigen? Wo zum Teufel steckt er? Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Du glaubst, du kommst damit durch? Geld nehmen und dann schweigen? Wo zum Teufel steckt er? Ja, okay. Also, wir müssen angreifen und dann versuchen wir, unser Pferd zu rufen. Und dann, ja, vielleicht können wir uns hier verdünnisieren. Du weißt nicht, wann es genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Was
hast du hier zu suchen? Was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich komme nicht weg. Ich kann. Keine Ahnung, ich kann nicht hier weg. Wo ist mein Pferd? Pferd, wo bist du? Pferd. Pferd. Nein! Nein! Was machst du denn? Ich kann nicht wegreiten, das gibt's doch nicht. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das Spiel will uns nicht weglassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier die Flucht antreten können. Aus dem Weg! Schwer verletzt! Außerdem müssen wir auf die Karte gucken. Puh, wo müssen wir hin? Bring Timmy dazu, dir zu verraten, wo sich die anderen Banditen verstecken. Ja, alles klar. Da müssen wir hin. Ich will mich gar nicht erst umgesehen. Ich hoffe, dass die einfach mal locker lassen und wir hier entkommen. Und es scheint fast so, als ob es geklappt hat. Jawohl, es hat funktioniert. Und wenn wir den nochmal wiedersehen sollten, ich glaube, dann ist der nicht gut drauf. Schnellreisepunkt entdeckt, sehr gut. Ich glaube, der wird dann beim nächsten Mal nicht allzu gut auf uns zu sprechen sein, nachdem wir ihm 85 Gold abgeluchst haben und dann uns verpisst haben. So, dieses Örtchen können wir irgendwann später untersuchen. Wichtig ist jetzt, dass wir den Timmy hier... ...finden. So, und es scheint, dass das der Hof ist. So, Timmy, dann zeig dich mal. Beste Grüße. Grüß dich auch. Gibt es hier einen Kerl, der Timmy heißt? Ist vor ein paar Tagen aufgetaucht, also haben wir ihn als Helfer eingestellt. Lange wird das aber nicht machen. Er ist zwar stark wie zwei Ochsen, aber doppelt so dämlich. Was er auch anfasst, zerbricht in Stücke. Na gut, das soll uns nicht interessieren. Hauptsache, er kann uns etwas sagen. Über den Aufenthalt der anderen Banditen. Und, bist du das hier? Na, endlich! Naja, so ein Ochse bist du auch wieder nicht, oder? Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich. Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir?
Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal! Sie haben Heinz in Uschütze gekreuzigt! Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße! 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 Was mache ich bloß? Scheiße! Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thalmberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer riesen Buche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst ihm schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, genau. Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie hat dir dein Leben gerettet. Du bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Gut, aber bevor es hier weitergeht, wollen wir noch mal nachsehen. Nein, nicht stehlen. Hey, pass auf. Noch mal nachsehen, ob wir hier irgendwo uns hinlegen können. Da schläft jemand auf der Bank. Geht das hier auch? Tatsächlich. Dann ratzen wir doch mal durch, oder? 11 Stunden. Dann sind wir nämlich richtig ausgeruht. Und dann können wir am Morgen vielleicht sogar hier, ich weiß nicht, saß am Feuer, war da ein Topf? Irgendwas hat doch da gebrutzelt gerade. Müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal uns ein bisschen was genehmigen können. Oh, Sattheit 91, 90, 89. Ja, wir sind eigentlich noch relativ satt. Zuletzt haben wir da im Holzfällerlager uns gut bedient. Erstaunlich, dass da keiner meckert. Ah, vielleicht kommt das noch. Jetzt hat das Spiel aber nicht gespeichert, ne? Einmal aus dem Topf. Ich muss mal kurz kontrollieren, ob das Spiel gespeichert hat.
Nein, hat es nicht. Ich versuch's nochmal mit einer Stunde. Was zeigst du mir hier an? Du kannst nicht schlafen, da du lange geschlafen hast. Ja, aber... Das Spiel hat nicht gespeichert. Okay. Egal, das ist ein schöner Morgen. Im nächsten Part, ihr Lieben, geht es weiter. Und ich schlage mal kurz hier das Questlog hier auf. So, mein Freund Timmy. Durch Stinker weiß ich nun, dass sich ein weiterer der Banditen vom Überfall auf Neuhof offenbar in einer südlichen Mitte, da waren wir ja gerade, berichte Herrn Ratzig, wo sich das Banditenlager befindet. Jawohl. Das bedeutet, im nächsten Part geht es zurück zu Herrn Ratzig. Ich denke, der wird sich freuen. Und ja, bleibt dran, es bleibt spannend. Wir kommen der Sache immer näher. Bis dahin und ciao.